Welcher Turbolader ist der richtige für die Leistung, die ihr fahren wollt? Die Frage beantworten wir euch mit unserem Turboguide. Um euch die Auswahl ein bisschen leichter zu machen, welchen Turbolader ihr in die engere Wahl nehmen könnt für das Leistungsziel, was ihr anstrebt, haben wir auf unserer Webseite den Turboguide implementiert. Man findet ihn hier in dem Banner auf der Startseite, beziehungsweise auch einmal ganz am Ende der Webseite unter dem Block Informationen. Der Turboguide ist im Prinzip sehr einfach zu bedienen und, was heißt bedienen, sehr einfach zu überschauen. Wir haben Kategorien in 100 PS-Schritten für die angestrebte Leistung, das heißt immer bis zu einer gewissen Leistung, das, was der Turbolader auch wirklich real schafft. Und logischerweise natürlich auch in diesem Zwischenbereich. Das heißt, wenn ich einen Turbolader suche für ungefähr 500 PS oder sagen wir mal 550, gehe ich auf die Kategorie bis 600 PS und treffe dort die Auswahl bzw. sehe dort eine Übersicht aller Turbolader, die passen würden. In der ersten Spalte habe ich den Hersteller stehen, danach kommt das Modell des Turboladers. Und dann die möglichen Flanschbilder, die mir für meine engere Auswahl sehr wichtig sind, sowie die Lagerung und das Wastegate. Und am Ende ein kleiner Pfeil für den Link in den Webshop, damit ihr dort die richtigen Turbolader seht. Was sind die wichtigen Kriterien? Das ist klar das Flanschbild, das wird bestimmt durch den Krümmer, den ich verwende, oder halt die Möglichkeiten von Krümmern, die ich verwenden kann. Danach grenze ich das Ganze ein. Die Lagerung wird favorisiert, Gleitlager oder Kugellager. Und Wastegate ist klar, ob ich ein externes oder internes Wastegate fahren möchte. Das sollte jeder wissen. Wer da noch so ein bisschen Fragen zu hat, da empfehlen wir unsere Videoserie Turbolader einfach erklärt. Die findet ihr unten in der Beschreibung von dem Video und könnt da nochmal nachschauen, wo sind die Unterschiede Wastegate intern, extern, was ist Kugellager, was ist nicht Kugellager, was bedeuten die ganzen Flanschbezeichnungen. Da helfen wir euch in den anderen Videos auch nochmal weiter. Das Ganze wird aufgebaut bis zum Ende mit, ich glaube, 2000 PS oder... Ich glaube, es gibt dann einen Sprung 2000 zu 2500 PS und ganz am Ende nochmal ein schickes Video, wo ihr euch erklären lassen könnt, welcher Hersteller denn der richtige ist. Ja, ansonsten sollten keine weiteren Fragen aufkommen. Wenn ihr mit dem Turboguide weiter seid, dort euch den richtigen Turbolader rausgesucht habt, dann ja, schaut nach dem richtigen Lader. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann wendet euch an unseren technischen Support. Wir helfen euch dann sehr gern weiter, was die Details angeht, AR-Wert etc. Und ja, führen euch zum richtigen Lader für euer Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Der nimmt dir gar keinen Ton auf. Und warum habe ich eigentlich meine Maske auf?